begrüße euch zu einem neuen Video in der kreativen Ecke. Und zwar heute auch direkt aus meiner kreativen Ecke. Und zwar, ja, die meisten haben das mitbekommen, gerade auch die, die mir auf Instagram folgen, dass ich in den vergangenen Tagen damit beschäftigt war, endlich mal meinen kreativen Arbeitsbereich aufzuräumen und umzugestalten, ein bisschen neu zu gestalten. Und aus diesem Grund sitze ich auch heute einfach mal hier und begrüße euch und gebe euch schon mal so einen Einblick in eine kleine Ecke der kreativen Ecke und habe bei meiner Umgestaltung einfach mitgefilmt und wollte euch das heute als Video hochladen und zeigen, wie chaotisch das Ganze vorher ausgesehen hat und wie es jetzt bei mir aussieht. Was ich an Dingen gezaubert habe und selbst gebastelt habe, um mir das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten. Ich habe kein zusätzliches Geld ausgegeben, außer ein bisschen Farbe zu kaufen. Alles andere hatte ich da. Und ich hatte ja auf YouTube eine Umfrage gemacht, beziehungsweise ein Foto gepostet, unter dem ihr mir Fragen stellen konntet, die ihr gerne über mich wissen möchtet. Es sind nicht viele zusammengekommen dabei, deswegen habe ich mir gedacht, baue ich die ein oder andere Frage einfach zwischen den einzelnen Schritten im Video ein. Und alle, die die Fragerunde verpasst haben oder auch neu hier hinzugekommen sind, ihr dürft natürlich gerne immer Fragen stellen, gerne einfach auch unter dem Video in den Kommentaren. Ich freue mich auch über jeden weiteren, der dazukommt. Es sind in letzter Zeit sehr viele dazugekommen. Seit wir die 4000 zusammen erreicht haben, steigt die Zahl derer, denen meine Videos sehr gut gefallen, immer weiter. Und ich hatte ja gesagt, wenn wir die 4000 erreichen, gibt es ein nächstes Giveaway, eine nächste Verlosung. Ich bin da dran und ich werde mal gucken, seid einfach gespannt. Es gibt auf jeden Fall in diesem Jahr noch eine fette Verlosung für euch. Und ich würde jetzt sagen, ich lasse das Video einfach starten und springe dann zwischen den einzelnen Schritten immer mal wieder rein und löse natürlich die Fragen auf. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Nächste Woche geht es hier dann wieder weiter mit Bullet Journal und zwar gibt es dann das Setup für November. Im November geht es natürlich dann auch wieder weiter mit Nähanleitungen und jetzt sage ich viel, viel Spaß mit dem Video und ciao, ciao, bis später. Nachdem ich ja im Sommer meinen Schlafbereich, der sich ja im gleichen Raum befindet wie auch meine kreative Ecke, etwas umgebaut und neu gestaltet habe, habe ich meine kreative Ecke etwas stiefmütterlich behandelt und genau, immer einfach alles abgestellt da, wo mir gerade die Hände aufgefallen sind. Und in der Zeit habe ich auch, wenn ich Nähanleitungen für euch hochgeladen habe, das Ganze immer in meiner Küche gefilmt. Und deswegen, musste jetzt hier erstmal gründlich aufgeräumt werden. Ihr könnt es sehen, es war das reinste Chaos. Und ich habe das Ganze aber dann nach einiger Zeit in den Griff bekommen und von A nach B geräumt und nochmal umüberlegt und mich dann letzten Endes dazu entschieden, dass ich mir mein Regal, was vorher woanders stand, einfach mit in diesen Bereich hier stelle. Und letzten Endes habe ich dann auch die Nähmaschine einfach auf das Regal gestellt und mich dazu entschieden, dass ich in diesem Bereich einfach mehr oder weniger nur noch male und lettere und die Nähanleitungen künftig einfach weiterhin in der Küche mache. Und hier seht ihr jetzt meine erste DIY-Idee aus verschiedenen Holzplatten, die ich schon vor langer Zeit mir habe zurechtschneiden lassen und die eigentlich zum Hochbetten-Makeover-Video geplant waren zu verwenden. Habe ich aber nicht gebraucht und die lagen jetzt lange genug rum und jetzt habe ich sie endlich zusammengebracht. Gebaut und einfach verleimt und dann gestrichen und diese große Platte, die zufälligerweise einfach das passende Maß für meinen Arbeitsbereich hatte, habe ich mir einfach auf meinen Arbeitstisch gelegt und sie auch gestrichen und somit ist für mich viel Platz und Stauraum entstanden für meine Nähsachen und für verschiedene Stifte oder auch Malutensilien. Hier ist eine Kiste, in der ich meine ganzen Bücher aufbewahre und das große Lineal. Und genau. So, nachdem ihr jetzt gesehen habt, wie ich das Chaos beseitigt habe und mir die Kisten gebaut habe, bin ich nochmal kurz zurück mit der ersten Frage. Und zwar war die allererste Frage von euch an mich, wo ich den schönen Schmuck beziehungsweise speziell die schönen Armbänder her habe, die ich immer trage.
Und das ist so witzig, weil es sind eigentlich gar keine besonderen Armbänder. Ich habe ein einziges Armband, das ist so ein Noosa-Armband oder Noosa, wie auch immer man das ausspricht. Das ist so ein Armband, wo man diese verschiedenen Druckknöpfe drauf gestalten kann und da auch immer neue Knöpfe zukaufen kann. Ansonsten sind das eigentlich immer nur Modeschmuck-Armbänder. Das hier zum Beispiel ist auch eines. Meistens kein echtes Leder, aber mir gefallen die total gut und ich habe die gerne auch in unterschiedlichen Farben, die dann auch so ein bisschen zur Kleidung passen. Und ich trage die sehr gerne, unter anderem aber auch aus dem Grund, weil ich an beiden Handgelenken aus der Kindheit durch Mückenstiche, glaube ich, ziemliche Narben behalten habe und damit man die nicht sieht, genau, trage ich meistens Armbänder und auch eine Uhr. So, und das war Frage Nummer 1 und dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem nächsten Schritt. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bis gleich. Zur nächsten Veränderung an meinem Arbeitsplatz gibt es bereits ein Video, in dem ich euch zeige, wie ich aus Chipsdosen dieses mega große Utensilo gebastelt habe. Und ich hatte ursprünglich einige Nähutensilien da drin verstaut und habe mich jetzt entschieden, das einfach an die Wand zu hängen, um dort meine ganzen Stifte fürs Handlettering, fürs Bullet Journal einzusortieren. Und der Vorteil bei der Wandmontage ist der, dass die ganzen Stifte waagrecht lagern. Und für die meisten Handlettering-Stifte wird eine waagerechte Lagerung nämlich auch empfohlen. Und nach den Veränderungen, die für meinen Arbeitsbereich ja einen praktischen Hintergrund haben, habe ich mir dann natürlich auch noch zwei Deko-Ideen überlegt, denn die darf am Arbeitsplatz natürlich auch nicht fehlen. Neben den selbstgebauten Holzkisten habe ich mir auch noch ein Upcycling-Regal gebaut, und zwar aus einem großen Pappring und einem weiteren Stück Holz. Und um dieses Regal natürlich zu dekorieren, brauchte es noch zwei weitere Ideen. Und die erste ist ein Kürbis oder Apfel oder wie auch immer aus Papierseiten. Und hierfür habe ich insgesamt circa 40 Seiten aus einem alten Buch rausgerissen und mir ja so eine Form aufgemalt, wie ihr hier sehen könnt, und die zurechtgeschnitten und dann aneinander gebunden. Nach dem Zusammenbinden wird das Ganze dann etwas auseinandergefächert. Da muss man ein bisschen knicken und formen und machen, genau, bis es dann passt. Und dann habe ich das Ganze mit einer passenden Farbe zur ganzen Schreibtischdeko an den Rändern angemalt. Das heißt, dass man ja die Ränder einfach farblich nur sieht, aber auch ein bisschen auf die Seiten rein. Und zum Schluss habe ich das Ganze nochmal zusammengepackt und nochmal ein bisschen mehr Farbe drauf gegeben. Und damit sah das Ganze schon ziemlich schön aus. Hierbei habe ich ganz normale Wasserfarbe verwendet und man muss natürlich dann ziemlich schnell die Seiten wieder alle einzeln auseinander machen, sonst kleben die zusammen. Dann habe ich aus ganz normalem Packpapier mir so eine Art Stängel geformt und zusammengeklebt und dann noch aus einem Stoff einen Streifen geschnitten, der an den Enden einfach so zugeschnitten ist wie zwei Blätter. Und das Ganze habe ich einfach noch oben auf den Kürbis draufgeklebt, sodass das ja einfach perfekt und vollendet aussieht. Und es gefällt mir mega gut. Es ist eine total einfache Idee, sehr, sehr schnell gemacht, wenn man erstmal die 40 Seiten geschnitten hat, und sieht echt total schön aus. Okay, da es beim Kürbis eigentlich keine Blätter oben am Stängel gibt, ist es wohl doch eher ein Apfel, aber nichtsdestotrotz gefällt er mir gut. Die zweite Frage von euch war, und ich finde, die ist gar nicht so einfach zu beantworten, bist du ein fröhlicher Mensch? Und ich glaube, niemand würde jetzt irgendwie freiwillig sagen oder würde von sich behaupten, oh nee, ich bin so ein unglücklicher Mensch. Ich bin einfach nur ein generell trauriger Mensch. Ich bin nie gut gelaunt. Sagen wir es mal so, im Grunde genommen würde, glaube ich, jeder eigentlich die Frage damit beantworten, dass er sagt, natürlich bin ich eigentlich ein fröhlicher Mensch und das bin ich eigentlich auch. Es gibt auch eigentlich genügend Gründe, fröhlich zu sein. Wenn man gesund ist, wenn man ein gesundes Kind hat, wenn man einen Job hat, wenn man keine finanziellen großen Sorgen hat
Und ja, wenn man das, was man gerne tut, auch ausleben kann und wenn einem das Spaß macht, was man tut, dann ist man eigentlich ein fröhlicher Mensch. Ich muss aber sagen, zum einen, weil ich vielleicht durch die Kreativität oder durch einfach meine ganze Art manchmal ein bisschen anders bin als andere oder vielleicht anders denke und mir auch einfach manchmal im Leben viel zu viel Gedanken über mich selbst und über meine Situationen mache, stehe ich mir und meinem Glück, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen selbst im Weg. Aber im Grunde meines Herzens bin ich ein absolut fröhlicher Mensch. So, und damit geht es auch schon weiter im Video und ich sage wieder ciao, ciao, bis gleich. Meine letzte Idee für dieses Video ist auch wieder ein Upcycling-Projekt und zwar braucht ihr hier einfach ein paar Gläser. Ich habe hier einfach drei Joghurtgläser verwendet, ein bisschen Acrylfarbe reingegeben, wirklich nicht zu viel, da müsst ihr aufpassen und gucken, dass nicht zum Schluss zu viel rauslaufen muss. Und damit die Farbe etwas schneller und besser läuft, habe ich ein klein bisschen Wasser dazugegeben und lasse die Farbe jetzt von innen einfach an jede Stelle laufen. Und die überschüssige Farbe kann dann einfach rauslaufen. Und je weniger Farbe ihr zu viel genommen habt, desto weniger muss natürlich am Ende rauslaufen. Das Schöne hierbei ist einfach, dass man das von außen nicht anmalen muss und dass halt der Glanz auf den Gläsern einfach noch da ist. Genau, und dann habe ich mir einfach Permanentmarker genommen, einen mittleren und einen feinen und habe hier diese Sprüche von meinen Holzklötzen zur Vorlage genommen und habe die auf die Gläser drauf gelettert. Und genau, das Ergebnis ist einfach wunderbar geworden. Mir gefällt es total gut. Es gibt da bestimmt auch noch andere Stifte, müsst ihr euch mal umgucken und schlau machen, mit denen man auf solche Gläser drauflettern kann. Und ja, also die großen Wörter habe ich mit dem mittleren Stift jeweils geschrieben und dann einfach diesen Handlettering-Effekt, der bei den Brushpens entsteht, ja, als Fake sozusagen nachträglich gemalt und die kleinen Wörter einfach mit dem feinen Fineliner oder Permanentmarker dann noch zusätzlich draufgeschrieben, mit ein paar Herzen und Strichen noch dekoriert und schon war das Ganze fertig. So, das hier ist das besagte Regal und auf dem unteren Rand vom Regal habe ich meinen Apfel platziert und auf den Einlegeboden stelle ich jetzt die drei verschiedenen Gläser, in die ich einfach noch ein paar künstliche Eukalyptuszweige reingesteckt habe. Bevor es jetzt in die letzte Runde vom Video geht, gibt es die dritte und letzte Frage und das ist auch meine Lieblingsfrage von euch und zwar lautet die Frage, bist du eine Nachteule? Und diese Frage kann ich mit einem klar und deutlichen Ja beantworten. Das habe ich gemerkt, als ich die Musik für mich entdeckt habe und in der Anfangszeit, in der ich begonnen habe mit dem Singen, auch eigene Lieder geschrieben habe. Und da habe ich gemerkt, dass mir die meisten Lieder, Melodien, Texte, was auch immer, abends oder nachts eingefallen sind. Und wenn ich jetzt heute ans Nähen oder ans Malen denke oder ans, egal was ich auch kreativ mache, das fällt mir gegen Abend einfach am leichtesten. Und ich schlafe auch nicht gerne früh ein und ich stehe auch eigentlich nicht gerne früh auf. Das heißt, mein Hauptjob, den ich im Moment in Halbzeit ausübe. Der passt eigentlich überhaupt nicht zu meiner Lebensphilosophie, die nämlich sagt, am liebsten würde ich morgens eigentlich länger schlafen und den Tag langsam und in Ruhe starten und am liebsten würde ich abends gerne einfach länger wach sein. So, und das waren alle Fragen und jetzt kommt der letzte Rest vom Video. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ich hoffe, ja, ihr konntet euch ein paar Ideen mitnehmen und habt euch inspirieren lassen, vielleicht sogar euren Arbeitsbereich auch aufzuräumen oder neu zu gestalten. Und ich finde, es ist total schön geworden, auch mit einfachen Dingen. Es muss eben nicht immer was Pompöses oder was Teures sein. Und genau, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, freue mich auch über jeden Daumen nach oben und sage einfach ciao, ciao, bis nächste Woche, ihr Lieben.